95% der Deutschen wissen nicht, was sie wollen. Tag für Tag beschäftigen sie sich damit, Routineaufgaben zu erledigen. Das liegt daran, dass viele Menschen keine Ziele haben, für die es sich lohnt, morgens mit Schwung aufzustehen und auch für die es sich lohnt, sich anzustrengen und auch mal auf die Barrikaden zu gehen. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute bei Ein Coach für alle Fälle mit dem Thema Ziele, die dem Leben eine Richtung geben. Ziele sind Chancenfinder. Also wenn wir Ziele haben, dann sehen wir Dinge, nehmen wir Dinge wahr, die wir vorher gar nicht wahrnehmen würden. Man nennt das selektive Wahrnehmung. Sonst würde bei uns im Kopf eine Sicherung durchbrennen, wenn wir unsere Energie nicht zielgerichtet auf etwas richten würden. Angenommen, Sie wollen sich ein bestimmtes Auto in einer bestimmten Farbe kaufen. Und auf einmal haben Sie das Gefühl, die Straßen sind voll genau von diesen Autos. Die waren aber vorher auch da. Sie haben sie nur nicht gesehen, weil Sie sich vorher dieses Auto nicht zum Ziel gesetzt haben. Das ist selektive Wahrnehmung. Oder angenommen, Sie wollen nach Kreta fahren in Urlaub. Sie haben das geplant. Und dann machen Sie einen Stadtbummel, gehen an einem Reisebüro vorbei und sehen auf einmal ein Angebot für die Insel Kreta. Oder Sie gehen in einen Bücherladen und sehen da einen Reiseführer, steht auch Kreta drauf. Dann sagen Sie, aha, ich habe da doch geplant, nach Kreta zu fahren und dann hole ich mir jetzt diesen Reiseführer. Also Ziele dienen dazu, dass wir Chancen überhaupt wahrnehmen und Chancen finden. Die dienen auch dazu, dass wir unsere Energie zielgerichtet auf etwas richten. Und ich zeige Ihnen das mal am Flipchart, wie ich das meine. Jeder Mensch hat ja nur eine bestimmte Menge an Energie zur Verfügung. Und wenn man kein Ziel hat, dann geht man in die Richtung, ein bisschen in die Richtung und hier und das möchte ich vielleicht und das möchte ich vielleicht und das möchte ich vielleicht und das. Das heißt, unsere Energie versickert wie Treibsand oder wie ein Fluss, was kein Flussbett hat. Und angenommen, Sie richten sich jetzt in irgendeiner Weise auf ein bestimmtes Ziel aus, dann geht auch unsere Energie zielgerichtet dahin. Und wir haben natürlich auch die Chance, es ist viel größer, dass wir unsere Ziele auch erreichen, weil wir fokussiert sind. Abraham Lincoln hat gesagt, wer kein Ziel im Leben hat, der verläuft sich. Oder Sie kennen auch die Sprüche, ein Mensch ohne Ziel ist wie ein Schiff ohne Kompass. Das ist wie ein Schiff, das würde wie eine Nussschale auf dem Meer hin und her schaukeln und hätte überhaupt keine Richtungsvorgabe. Und darum ist es so wichtig, dass wir Ziele im Leben haben. Große Ziele, also die unsere Energie bündeln und wo auch viel Freude und Schwung dahinter steckt und die auch Freude und Schwung auslösen. Also Sie sehen, wer ein Ziel im Leben hat, kann seine Kräfte konzentrieren auf das, was wir im Leben wollen. Und darum geht es heute in der Sendung. Ich möchte Ihnen aufzeigen, warum es wichtig ist, dass wir Ziele haben und Ihnen auch Wege vorschlagen, wie Sie das herausfinden. Jetzt frage ich Sie mal, haben Sie gelernt, wie Sie sich Ziele im Leben setzen? Oder haben Ihre Eltern oder hat man Sie in der Schule gefragt, sag mal, was willst du aus deinem Leben machen? Was willst du? Ich habe da eine andere Erfahrung gemacht und das möchte ich Ihnen mal schildern. Es ist schon einige Zeit her, da war ich in einem Bäckersladen und da war eine Oma mit ihrer Enkelin. Und die Enkelin stand da auf der Ablage und zeigte ganz selbstbewusst und keck auf so ein Stück Kuchen und sagte, Oma, ich will das Stück Kuchen da. Und Oma, pflichtbewusst wie sie ist, sagte zu der Kleinen, Kinder, die was wollen, sie wissen schon. Und dann sagte die Oma, wie heißt das? Und dann sagte die Kleine, also senkte ihren Kopf und zeigte so mit dem kleinen Finger auf das Stück Kuchen und sagte, Oma, ich möchte bitte das Stück Kuchen da. Und ich dachte mir, ach, so funktioniert das. Und 20 Jahre später sitzt diese Frau bei mir auf dem roten Sofa und sagt, ich weiß nicht, was ich will, ich weiß nicht, was ich will. Also ich glaube, wir haben alle die Erfahrung gemacht, dass es irgendwie nicht okay ist zu sagen, ich will dies oder ich will das. Männern fällt es noch leichter als Frauen. Für Frauen ist es noch etwas schwieriger, habe ich die Erfahrung gemacht. Da sagen wir, ich möchte gerne. Oder fortgeschrittene Omas würden dann sagen, das heißt, ich möchte bitte gerne. Also möchte bitte gerne. Ich habe nichts gegen Bitteschön sagen und auch gegen Hilfsbereitschaft. Aber damit kommt man sicherlich nicht ans Ziel. Also auch die zu sehen, wie dieses Kind sich in seiner ganzen Haltung verändert hat. Also diese geduckte Haltung und die Stimme war auch nicht mehr so selbstbewusst. Führt dann dazu, dass vielleicht 20, 30 Jahre später so eine Frau zum Beispiel zu ihrem Mann sagt, ich möchte, dass du dich bitte auch gerne mehr um die Kinder kümmerst. Oder ich möchte, dass du mir auch mal bei der Hausarbeit hilfst. Oder sie sagt dann vielleicht zu ihrem Chef, ich möchte bitte 200 Euro mehr im Monat. Oder ich möchte bitte gerne 5 Tage mehr Urlaub haben. Wie entschlossen klingt das denn?
Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir nicht gelernt haben im Leben. Also wir lernen Wurzel ziehen, wir lernen Kurvendiskussionen, aber wie man sich eigentlich Ziele setzt, das scheint etwas zu sein, was wir uns selber mühsam im Leben wieder erlernen müssen. Wie findet man jetzt eigentlich heraus, was man will? Die einfachste Möglichkeit ist, sich seine Ziele aufzuschreiben. Und ich weiß, dass sich wahrscheinlich bei den meisten von Ihnen jetzt die Nackenhaare sträuben werden. Oh, Ziele aufschreiben, das ist lästig. Und ich sage Ihnen gleich auch noch ein paar Gründe, warum die meisten das nicht tun. Weil sie befinden sich dann in guter Gesellschaft. Nur 5% der Menschen halten ihre Ziele überhaupt schriftlich fest. Viele wollen ihre Ziele nicht aufschreiben, sondern wollen ihr Leben aus dem Bauch heraus oder spontan planen. Aber sagen Sie, machen Sie das eigentlich bei Ihrem Urlaub auch? Angenommen, Sie wollen Ihren Garten umgestalten, dann machen Sie einen Plan, vielleicht beschäftigen Sie sogar einen Gartenarchitekten. Wenn Sie Ihren Urlaub planen, dann machen Sie eine Liste, was Sie alles mitnehmen müssen, ob Sie in die Berge fahren oder in die Sonne fahren. Da müssen Sie unterschiedliche Dinge mitnehmen. Sie überlegen, wie viel Geld Sie mitnehmen müssen. Selbst für jede Geburtstagsparty legen wir eine lange Liste an. Von den Servietten bis zu den Getränken und bis zum DJ planen wir alles genau durch. Selbst wenn Sie eine Garage anbauen wollen, und dann wird der Architekt Sie fragen, wie soll die denn aussehen, wie groß soll die sein, wie breit, wie hoch. Und dann wird ein Plan dafür gemacht und genau nach Ihren Vorstellungen wird das errichtet. Aber so etwas Kostbares wie Ihr Leben, aus dem Bauch heraus planen oder spontan planen, das funktioniert nicht. Oder es funktioniert insofern, als dass Sie das Gefühl haben, dass Ihr Leben immer flacher wird, weil es an Höhepunkten fehlt. Und auch an Niederlagen fehlt. Aber wo keine Niederlagen sind, da gibt es natürlich auch keine Höhepunkte. Also das ist ein Auf und ein Ab. Und ich möchte Ihnen gerne mal sagen, warum Menschen sich so schwer damit tun, ihre Ziele aufzuschreiben. Und es gibt 3 Gründe dafür. Der erste Grund ist, die meisten Menschen glauben, sie haben doch Ziele. Also fragen Sie zum Beispiel mal einen Angestellten, der wird sagen, ja, mein Ziel, ich muss noch 3 Angebote schreiben diese Woche und wir haben noch 2 Mitarbeiterbesprechungen. Der Arbeiter wird vielleicht sagen, ja, ich muss noch 3 Wochen arbeiten, dann habe ich 2 Wochen Urlaub. Die Hausfrau wird vielleicht sagen, ja, mein Ziel heute, ich bringe die Kinder in den Kindergarten, ich gehe einkaufen, muss noch zur Reinigung, werde Essen kochen und die Party für Freitag vorbereiten. Die Schülerin wird vielleicht sagen, ich muss heute zur Schule, mache dann Hausaufgaben und gehe heute Abend auf eine Party. Der Rentner würde sagen, mein Ziel, ich werde noch in den Garten gehen, das Auto waschen und heute Abend gehe ich zum Sport. Sehr oft ist das ein Abarbeiten von Routineaufgaben. Und wir wundern uns dann, dass das Leben Routine wird. Und wir wundern uns dann möglicherweise auch, dass wir sagen, ich habe mich mein Leben lang nur abgearbeitet. Weil wir abends einfach vor lauter Abarbeiten erschöpft ins Bett fallen. Und die Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben fehlen. Der zweite Grund, warum Menschen ihre Ziele nicht aufschreiben wollen, ist, weil sie Angst haben, ihre Ziele nicht zu erreichen. Dabei ist das Quatsch. Wir brauchen weder Ratgeber, wie man Ziele setzt, und auch keine Bücher. Im Grunde bräuchten Sie sich noch nicht mal anhören, was ich sage, weil Sie wissen alle, wie man Ziele setzt und sie auch erreicht. Wer von Ihnen wollte den Führerschein machen und hat es auch geschafft? Wer von Ihnen wollte ein Haus an einer bestimmten Stelle bauen und hat es auch geschafft, nach seinen Vorstellungen? Wer von Ihnen wollte eine bestimmte Ausbildung machen und hat es auch geschafft? Wer wollte eine bestimmte Schule besuchen, eine Fortbildung machen oder eine Sprache lernen und hat es auch geschafft? Wer wollte ein bestimmtes Auto kaufen und hat es sich auch gekauft? Wer wollte den Mann oder die Frau ihres Lebens kennenlernen und hat sich verliebt und hat denjenigen auch bekommen? Manchmal kriegt sie ja auch der Nachbar. Sie sehen, Sie wissen, wie Sie Ziele sich setzen und auch erreichen. Sie haben es schon oft im Leben bewiesen. Also es ist Schmarrn zu sagen, ich schreibe sie mir nicht auf, weil ich habe Angst, ich erreiche sie nicht. Nur diese Ziele haben wir uns oft unbewusst gesetzt. Und dann können Sie sich vorstellen, wenn Sie sich bewusst Ziele setzen und bewusst Schritte setzen, die auch zu erreichen, dann ist die Erfolgsquote noch umso höher. Und hinter unseren Träumen steckt auch immer das Talent. Also haben Sie keine Angst, dass wenn Sie sich Ziele setzen, dass Sie das nicht können. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der gesagt hat, ich möchte gerne mal den und den Berg besteigen, der aber nicht annähernd das Talent zum Bergsteigen hat. Oder ich möchte die und die Sprache erlernen, der aber überhaupt keine Ahnung hat, zum Beispiel wie man Vokabeln lernt oder so. Also hinter unseren Träumen steckt auch immer das Talent. Und Emerson, ein amerikanischer Philosoph, sagte, die Welt macht dem Menschen Platz, der weiß, wohin er will. Also es öffnen sich dann Türen, es öffnen sich Tore.
Ihnen werden die richtigen Bücher in die Hände fallen, Ihnen werden die richtigen Menschen begegnen, die Ihnen helfen, diesen Schritt auch zu erreichen, dieses Ziel auch zu erreichen. Der dritte Grund, warum Menschen sich ihre Ziele nicht aufschreiben und nicht bewusst setzen, ist, dass viele Leute gar nicht wissen, wie das geht. Also wir haben das nicht wirklich gelernt. Und dazu möchte ich Ihnen, wie gesagt, einen Hinweis geben jetzt. Wichtig ist, das zu wissen, dass es viele Lebensbereiche im Leben gibt. Das ist der Lebensbereich Liebe, Arbeit und Gemeinschaft. Und ich würde den Lebensbereich persönliches Leben noch dazu nehmen. Also Bereich Liebe, Arbeit, Gemeinschaft und auch persönliches Leben. Zum persönlichen Leben gehören dann so Dinge wie Gesundheit, wo möchte ich wohnen, welche Fähigkeiten möchte ich noch entwickeln, welche Hobbys, will ich Wohlstand aufbauen und all solche Dinge, die mit meinem persönlichen Leben zu tun hat. Es gibt viele Lebensbereiche und das hängt auch immer von der Individualität des einzelnen Menschen ab. Aber das sind so die Grundbereiche, die fast jeder Mensch so für sich als wichtig erachten würde. Und der erste Schritt ist dann, nehmen Sie ein leeres Blatt, einen Stift und schreiben Sie sich da oben drüber, ich will, und darunter mal alles das, was Sie im Leben für diese unterschiedlichen Lebensbereiche erreichen wollen. Und bitte nicht so viel nachdenken, sondern das sollten Sie schon aus dem Bauch heraus machen, denn wenn wir nachdenken, also unseren Intellekt zu sehr einschalten, dann kommt sofort dieses Ja, aber, das geht doch gar nicht und das geht deswegen nicht und deswegen nicht. Das Aussortieren machen wir dann später noch. Also zum Beispiel, Sie schreiben einfach eine Liste und ich habe Ihnen das hier mal so vorgemacht, wie man das machen könnte. Nur mal als Beispiel. Ich will. Da könnte dann stehen, ich will reich werden, im Job erfolgreicher sein, weniger krank sein, Spanisch lernen, mich mit meiner Mutter versöhnen, eine Weltreise machen, kein Stress mehr, einen Job, der mir Spaß macht, Gitarre spielen lernen, den Mann oder die Frau meines Lebens kennenlernen. Das sind nur so Beispiele. Die Form folgt immer der Formulierung. Also das ist ja nichts anderes als eine Formulierung. Und da steckt eben auch die Form drin. Das heißt, man hat es schon mal schriftlich gefasst und hat sich damit auch ein Bild gemacht. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, so ein Ziel auch zu erreichen, größer. Der zweite Schritt ist jetzt, weil wenn da steht zum Beispiel, ich will abnehmen. Wenn Sie das ernst nehmen würden, dann müssten Sie abnehmen und wieder zunehmen, damit Sie wieder abnehmen, weil Sie sagen ja, ich will abnehmen. Also die richtige Formulierung müsste zum Beispiel ganz konkret heißen, also wie viel wollen Sie denn wiegen? Sagen wir mal, da würde stehen, ich wiege 70 Kilo oder 60 Kilo oder 50, je nachdem, was da für Sie stimmig ist. Also die Formulierung müsste heißen, ich bin, ich kann oder ich habe. Das sind die drei wichtigsten Wörter vor diesem Ziel, was Sie sich setzen. Also nicht, ich will abnehmen, sondern ich bin schlank zum Beispiel, ich bin schlank und wiege so und so viel Kilo. Und das ist Stress für Realisten, lassen Sie mich Ihnen das gleich sagen. Weil Realisten denken, ja, das ist ja gar nicht so. Damit holt man aber das Ziel schon in die Gegenwart. Man hat dann das Bild vor Augen, wie man dann schon aussieht, wenn man zum Beispiel die und die Figur hat oder das und das Ziel erreicht hat. Also programmieren Sie sich nicht auf das, was Sie wollen, sondern auf das, wie es ist, wenn Sie das bereits erreicht haben. Außer statt, ich will weniger krank sein, würde es dann heißen, ins Positive übersetzt, ich bin gesund und vital. Und nicht, ich will gesund sein oder ich will nicht mehr krank sein. Dann wäre der Fokus auf krank sein gerichtet. Stattdessen, ich bin gesund und vital. Das könnte dann zum Beispiel so aussehen. Auch das nur als Beispiel. Also Sie gehen alle Ihre Ich-will-Formulierung durch und formulieren die um in Ich bin, ich kann oder ich habe, soweit das natürlich möglich ist. Also ich bin vollkommen gesund, voller Energie und Lebensfreude. Ich habe immer genügend Geld, um meine Wünsche und Bedürfnisse und meine Kosten und Rechnungen zu bezahlen. Das ist zum Beispiel viel konkreter als Ich will reich werden. Wenn Sie sich wirklich programmieren würden darauf, ich will reich werden, würden Sie nie reich sein, weil Sie programmieren sich ja darauf, reich zu werden irgendwann. Und es ist die Frage, ob das wirklich das Ziel ist oder ob Sie wirklich bereit sind, den Preis dafür zu zahlen. Ich kenne keinen sehr wohlhabenden Menschen, der nicht richtig, richtig, richtig viel dafür getan hat und auch einen hohen Preis dafür bezahlt hat. Also das ist zum Beispiel eine Formulierung in Bezug auf Finanzen. Ich habe immer genügend Geld, um meine Kosten und Rechnungen und Wünsche und Bedürfnisse zu bezahlen. Oder statt, ich will den Mann oder die Frau meines Lebens kennenlernen, wenn Sie das ernst nehmen würden, dann könnte das auch bedeuten, Sie lernen ihn kennen und 6 Monate später ist er weg mit einer anderen zum Beispiel. Ja, aber Ziel erreicht, Sie wollten ihn ja nur kennenlernen. Verstehen Sie den Unterschied? Und diese Formulierung hier heißt, ich bin dankbar für meinen 100% angemessenen Lebenspartner.
Er ist oder sie ist Doppelpunkt und da können Sie ganz kreativ sein. Freundlich, klug, attraktiv, zärtlich, gebildet und so weiter. Also auch da sich schon ein Bild machen, wie soll denn mein Partner aussehen und was habe ich für Wünsche? Statt ich will Spanisch lernen, weil wenn Sie das ernst nehmen würden, würden Sie dauernd am Lernen bleiben. Ich kann fließend Spanisch sprechen. Oder ich habe immer Zeit für mich und alles, was mir im Leben wichtig ist, statt ich will keinen Stress mehr. Oder ich bin in liebevollem Kontakt mit meiner Mutter, statt ich will keinen Stress mehr mit meiner Mutter oder mit meinen Eltern haben. Also Sie sehen, wenn die Form der Formulierung folgt, dann ist es wichtig, dass wir eine gute Formulierung wählen, die auch wirklich uns zum Ziel führt. Und wenn Sie Lust haben dazu, und ich habe das schon vor langer Zeit gemacht, dann nehmen Sie diese Formulierung, schreiben die in Ihren Computer, machen die ganz klein und drucken die aus und nehmen so einen kleinen Zettel und schreiben sich das, Ihre ganzen Ziele so auf, machen das klein und stecken das in Ihr Portemonnaie. Und wann immer Sie zum Beispiel beim Arzt sitzen oder irgendwo, wo Sie warten müssen, dann nehmen Sie sich Ihr Zettelchen heraus und lesen sich das durch. Und das ist dann, damit holen Sie diese Ziele immer wieder in die Gegenwart und stellen sich auch vor, wie Ihr Leben dann aussieht, wenn Sie diese Ziele erreicht haben. Also Sie sehen, es gehört schon ein bisschen Arbeit dazu, aber ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Was noch wichtig ist beim Ziele formulieren, ist, dass die positiv formuliert sind. Das habe ich vorhin schon ein paar Mal angesprochen. Weil das Gehirn, also unser Verstand, der kennt negative Formulierungen nicht. Der kennt das Wort nicht. Also angenommen, ich würde Ihnen jetzt sagen, denken Sie nicht an eine saftige Zitrone. Sie sollen nicht an eine gelbe, saftige Zitrone denken. Da können Sie gar nicht anders, als dass man anfängt zu sabbern. Weil man denkt eben an eine gelbe, saftige Zitrone. Das Wort nicht kennt unser Verstand eben nicht. Ich frage mich immer, wie das Schild "Bitte Rasen nicht betreten" auf den Rasen gekommen ist. Wie müsste das eigentlich heißen? Statt "Bitte Rasen nicht betreten" müsste da stehen "Bitte Gehweg benutzen". Weil wenn man das liest, sieht man sich ja über den Rasen gehen. Oder wie machen das Eltern? Was sagen wir zu unseren Kindern? Nur knall die Tür nicht so. Was passiert? Batsch, die Tür wird zugeknallt. Was müssten wir eigentlich sagen? Bitte schließ die Tür leise. Oder ich habe das bei meinen Söhnen beobachtet, wenn die Fußballspielen waren. Dann stand der Fußballtrainer am Spielfeldrand und sagte, nicht in die Mitte schießen, nicht in die Mitte schießen, nicht in die Mitte schießen. Was hört der Junge auf dem Fußballplatz mit seinem Tunnelblick? Er hört nur Mitte schießen, Mitte schießen. Und wo schießt er den Ball hin? Der Trainer hat ja die Richtung vorgegeben. Also da ist es wichtig, dass wir da positiv formulieren. Sagen Sie mal jemandem, sag das bloß nicht weiter. Besser ist, Sie sagen ihm, behalte es bitte für dich. Als ich letztens an der Tankstelle war, da hatte ich eine Flasche Öl und wollte die schon entsorgen in einen Behälter, weil ich sah von Weitem, da war so ein Schildchen mit einer Ölflasche und einer Hand. Und da dachte ich, ach, die kommen da bestimmt rein. Und als ich näher ranging, sah ich, dass das so eine Art Verbotsschild war. Eine Hand mit dieser Ölflasche und da war ein Strich durch nach dem Motto, bitte da nicht reinschmeißen. Wenn Sie mich fragen, dann hat der Besitzer damit genau die Richtung vorgegeben, wo die Ölflaschen hin sind. Weil den Strich, wo es durchgestrichen war, das konnte man erst später sehen. Und ich habe in den Korb reingeguckt, da lagen 3 Ölflaschen drin. Also damit hat man im Grunde die Aufforderung gegeben, sie da reinzuschmeißen. Also wie gesagt, sowas sollte immer positiv formuliert sein. Eine Frau saß mal vor mir und sagte, wissen Sie, Frau Hülz, ich bete jeden Tag zum lieben Gott, bitte lass mich nicht so werden wie meine Schwiegermutter. Was meinen Sie, warum die da war? Wenn man sich das jeden Tag vorstellt, ich möchte nicht so werden wie, was für ein Bild habe ich denn vor Augen? Genau eben dieses Leben und so, wie sie eben nicht werden wollte. Also es macht Sinn, die Ziele positiv zu formulieren. Den dritten Tipp, den ich Ihnen gerne geben möchte, ist, dass Sie diese Ziele sich möglichst bildhaft vorstellen. So als bildhaft als erreicht vorstellen. Bilder sind viel mächtiger als unser Wille. Sie kennen ja auch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Eine Frau, die jahrelang ungewollt ohne Partner war, die sagte mir zum Beispiel, ja, ich habe so die Vorstellung von mir als weise, alte, schöne Frau, aber auf diesem Bild, was ich habe, war nie ein Mann dabei. Also sie hat es überhaupt nicht in ihrer Zukunft gesehen, dass da ein Mann dabei ist, obwohl sie sich eigentlich gewünscht hat. Und ein anderer übergewichtiger Mann sagte mir, ich versuche schon seit Jahren abzunehmen. Und dann habe ich ihn gefragt, wie denn sein Leben aussähe, wenn er dann schlanker wäre. Und dann sagt er, ja, keine Ahnung, ich wüsste nicht, was dann anders wäre. Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie ich dann aussehe. Was Sie sich nicht vorstellen können, können Sie auch nicht erreichen. Umgekehrt, das, was Sie sich vorstellen können, das können Sie auch erreichen. Also arbeiten Sie an Ihrer Vorstellungskraft.
Und da gibt es ja auch Hilfen. Zum Beispiel empfehle ich ein Traumalbum oder auch eine Collage, dass man von einem bestimmten Thema, ob das jetzt beruflich oder in Ihrem persönlichen Bereich oder im Bereich Gemeinschaft, zum Beispiel Freunde oder wollen Sie eine Familie gründen, wo wollen Sie wohnen, was wollen Sie beruflich erreichen, dass Sie sich davon mal einen Stapel von 10 Zeitschriften kaufen, die Sie so ansprechen, möglichst bunte Bilder und in Ihrer Muttersprache. Und dann nehmen Sie mal ein großes Flipchart-Bild vielleicht oder ein Stück Tapete von hinten oder wie auch immer und fertigen dann eine Collage an. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und ich gebe Ihnen da mal ein Beispiel für, wie das zum Beispiel aussehen kann. Sie sehen hier, gibt es einen Flyer von der Mastery Tour auf der AIDA. Und mein Traum war es immer schon vor Jahren, ich wollte gerne mal mitfahren auf die AIDA als Trainerin und auch da Seminare halten. Und ich habe jahrelang immer diesen Prospekt zugeschickt bekommen und habe gedacht, ich möchte endlich mal auch dabei sein. Und alle Trainer, die dabei waren, die waren hier auf dieser Welle abgelichtet. Und ich habe dann diese Welle einmal ausgeschnitten, habe dann ein Bildchen ausgeschnitten und mein Bildchen dahinter geklebt und habe als Bewerbung dahingeschrieben zu dieser Firma, finden Sie nicht auch, dass hier eine Frau fehlt, weil das waren alles Männer? Und es hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis ich also wirklich Bescheid bekommen habe von dieser Firma, die gesagt haben, ja, Frau Hülz, uns hat Ihre Bewerbung gut gefallen und Sie haben interessante Themen. Und so bin ich dann auch tatsächlich mit auf die AIDA gekommen. Sie sehen, das ist der Originalflyer, da ist dann wirklich ein Bildchen von mir. Aber ich hatte 2 Jahre lang diesen zusammengebastelten Flyer bei mir vor dem Schreibtisch hängen, weil ich habe gesagt, ich will einmal auf diesen Prospekt und ich möchte da einmal mit, auch als Trainerin. Und es hat auch funktioniert, war eine schöne Tour. Und weil ich das immer so vor Augen hatte. Also das funktioniert nicht immer, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, ist sehr viel größer, wenn wir uns entsprechende Bilder dazu machen. Oder ein anderes Beispiel. Ich hatte immer ein negatives Bild von Partnerschaft im Alter. Fragen Sie mich nicht, warum. Als ich Kind war, habe ich immer gedacht, Ehepaare sind Geschwister, weil die sich so ähnlich sahen. Also manchmal kann man Paare, gerade wenn sie älter werden, ja überhaupt nicht mehr unterscheiden. Wenn die gleichen Jacken tragen und die gleichen Fahrräder wahrscheinlich und man sie von hinten sieht, manchmal haben die ja die gleiche Haarfarbe und manchmal sogar die gleiche Frisur. Und ich dachte immer als Kind, dass Ehepaare Geschwister sind, weil die sich so ähnlich sahen. Und ich hatte irgendwie kein gutes Bild davon. Das heißt, ich habe dann geschaut, wo sehe ich positive Bilder von Partnerschaft im Alter. Und ich habe zum Beispiel dieses Bild hier in einer Zeitschrift gefunden. Wissen Sie, ich sehe sowas dann und schneide das aus. Und da war eine Liebeserklärung drunter von dem Mann an seine Frau. Ich lese Ihnen die mal kurz vor, weil es ist herrlich. Bald wirst du jetzt 82 sein, er zu ihr. Du bist 6 Zentimeter kleiner geworden. Du wiegst nur noch 45 Kilo und immer noch bist du schön, graziös und begehrenswert. Seit 58 Jahren leben wir nun zusammen und ich liebe dich mehr denn je. Kürzlich habe ich mich von Neuem in dich verliebt und wieder trage ich in meiner Brust diese zehrende Leere, die einzig die Wärme deines Körpers an dem meinen auszufüllen vermag. Wunderschön, oder? Also wer auch immer mir jetzt zuschaut, schreiben Sie einen Liebesbrief an Ihre Partnerin oder an Ihren Partner. Und auch gerade für ältere Paare, es ist einfach wunderschön. Und ich sehe sowas und schneide mir das aus und habe so eine Art Traumalbum mir auch angeschafft und schau da immer und mal wieder rein. Da sind also Dinge auch in Bezug auf Gemeinschaft. Sie sehen, hier habe ich noch ein schönes Foto gefunden von einem älteren Paar. Hier glaube ich auch. Ich hoffe, das blendet jetzt nicht in der Kamera. Oder dann sehe ich sowas wie Freunde mit Freunden im Urlaub sein. Also ich sehe solche Dinge und schneide die aus. Und das ist auch eine Form von Chancenfindung. Ich sehe Bilder und denke, wow, das ist etwas, was mich inspiriert, was mich auch motiviert. Und da möchte ich Sie bitten, dass Sie das für sich tun. Das hat eine unglaubliche Wirkung. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Eins ist aber wichtig. Was auch immer Sie tun und welche Idee auch immer Sie verfolgen wollen, achten Sie auf die 72-Stunden-Regel. Die 72-Stunden-Regel besagt, wenn Sie etwas in Ihrem Leben ändern wollen, vielleicht wenn Sie ein Ziel erreichen wollen oder wenn Sie die Idee haben, ich könnte mir vorstellen, im Bereich Beruf oder Partnerschaft mir jetzt ein Ziel fest vorzunehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, also wenn Sie da nicht innerhalb der nächsten 72 Stunden einen Schritt setzen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie überhaupt was tun, bei 0,01%. Also das heißt, einen ersten Schritt setzen. Also der erste Schritt könnte zum Beispiel sein, Sie nehmen sich jetzt ein Blatt Papier und schreiben drauf, ich will, und zwar in Bezug auf Liebe, sagen wir mal. Was soll da alles passieren in Ihrem Leben? Und das ist ja erstmal nur aufgeschrieben, aber das ist auf jeden Fall der erste Schritt. Dann machen Sie Ihrem Gehirn klar, aha,
Gehirnbesitzer will irgendetwas verändern in seinem Leben und da geht vielleicht schon die erste Tür auf. Ziele sind Chancenfinder und nutzen Sie das aus. Also wie gesagt, denken Sie an die 72-Stunden-Regel. Ein Buch, was ich dazu empfehlen kann, ist das Buch Mutter Erde trage mich von Gila van Delden. Das habe ich jetzt nicht hier, ich habe es mir schon zweimal nachgekauft und immer verliehen, irgendwie nicht wiederbekommen. Was ich Ihnen aber auch empfehlen kann, das Buch ist hier Weck den Sieger in dir von Alexander Christiani. Ich habe dieses Buch schon sehr lange, es gibt bestimmt schon eine neue Auflage, aber da wird auch sehr gut beschrieben, wie wichtig es ist, dass wir im Leben Ziele haben. Und eine Zuschauerfrage, die ich gerne beantworten würde, da handelt es sich um eine Frau, die ist Ute, die ist 38 Jahre alt, die hat gerade die Prüfung gemacht zur Steuerprüferin und war aber Steuerfachangestellte. Und ich habe in der Zwischenzeit auch mit ihr gesprochen, deswegen kann ich Ihnen auch sagen, wie es ausgegangen ist. Sie sagte, ich weiß nicht, was ich will. Ich habe drei Optionen und ich kann mich einfach nicht entscheiden, ich weiß nicht, was ich will. Sie saß dann vor mir, ich weiß nicht, was ich will, ich weiß nicht, was ich will. Und sie sagte, entweder bleibe ich in der Firma, wo ich jetzt bin, angestellt und kann als Steuerprüferin nicht arbeiten, sondern weiter als Steuerfachangestellte. Oder ich mache mich mit meiner Freundin selbstständig oder ich steige in der Firma meines Mannes ein und mache da die Buchhaltung. Und dann haben wir ihre Ziele aufgeschrieben in Bezug auf ihr persönliches Leben und auch im Beruf. Was will sie denn eigentlich erreichen? Und sie sagte, ich will auf jeden Fall unabhängig sein, ich will eigenes Geld verdienen, ich will selbst gestalten und bestimmen können. Ich will Zeit für meine Familie und für die Partnerschaft haben. Und sie sagt, ich wollte immer auch schon 4 Wochen auf dem Jakobsweg laufen. Selbst bestimmen können, sagt sie zum Beispiel, geht nicht in der Kanzlei, wo sie gearbeitet hat. Da ist sie eben an die Zeiten gebunden und da ist auch immer jemand, der ihr sagt, was sie zu tun hat. Und sie sagte, Zeit für Familie und Partnerschaft, da weiß sie, hat sie zwar weniger Zeit als Selbstständige, aber sie kann frei verfügen über ihre Zeit und sich das frei einteilen. Und weil sie sich klar gemacht hat, was sie im Leben will, hat sie die Entscheidung getroffen, mit ihrer Freundin sich selbstständig zu machen und hat mit ihrer Freundin jetzt eine Steuerkanzlei und ist damit sehr erfolgreich und auch sehr zufrieden und glücklich. Also da sehen Sie, Ziele helfen uns auch, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und da möchte ich Sie ermutigen, dass Sie sich diese Zeit auch wirklich nehmen. Und da habe ich noch einen interessanten Hinweis für Sie. Und zwar, um herauszufinden, was Sie möchten. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Kennen Sie in Ihrer Zeitschrift vielleicht auch diese Guten Morgen-Anzeigen? Da habe ich vor einigen Jahren mal einen Artikel gelesen, da hat eine Familie ihrem Familienmitglied gratuliert. Und ich lese Ihnen das mal kurz vor und sage Ihnen jetzt schon, dass das eine gute Idee ist, um sich für die nächsten Jahre selber ein Ziel zu geben. Also vielleicht für Ihren nächsten runden Geburtstag. Und da stand dann, wir gratulieren unserer lieben Sabine zum 30. Geburtstag und zum erfolgreichen Abschluss des Studiums der Steuerberaterin. Deine innere Kraft und deine stete Neugier auf Neues haben sich gelohnt und wir schätzen und bewundern dich dafür. Du hast mit viel Einsatz und Stärke Beruf und Studium unter einen Hut bekommen. Du warst neben Job und Studium immer motiviert und hast dich ehrenamtlich sozial betätigt. Du hast immer an dich und deine Ziele geglaubt und dich nicht beirren lassen. Du hast trotz mancher Enttäuschung nie aufgehört, nach deinem Traumprinzen zu suchen. Du hast ihn gefunden und sogar geheiratet. Ihr habt eine schöne, helle Wohnung gefunden und nun wirst du in wenigen Wochen Mama. Liebe Sabine, du kannst stolz auf dich und deine Leistung sein, denn jetzt kannst du sagen, ich habe es geschafft. Wir wünschen dir viel Glück für dein weiteres Leben, deine Familie und Freunde. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie denken an Ihren nächsten runden Geburtstag und schreiben sich selber so eine Glückwunschanzeige. Dann haben Sie schon etwas, was Ihrem Leben eine Richtung gibt. Und darauf kommt es an. Ziele geben dem Leben Richtung. Trauen Sie sich, Ziele zu haben. Trauen Sie sich zu sagen, ich will. Und tun Sie auch alles dafür, um diese Ziele zu erreichen. Sie werden vielleicht nicht alle Ihre Ziele erreichen, aber Sie werden bestimmt als Persönlichkeit wachsen und reifen dazu. Und denken Sie auch an die 72-Stunden-Regel. Goethe sagte schon, was immer du tun kannst oder träumst es zu können, fang damit an. Mut hat Kraft, Genie und Zauber in sich. Mein Name ist Erna Hüls, das war ein Coach für alle Fälle. Ich hoffe, dass Sie Ziele formulieren, die Ihrem Leben eine Richtung geben. Freue mich aufs nächste Mal, danke fürs Zuschauen und tschüss.